Sportpsychologische Betreuung und Mentaltraining beschäftigt sich vor allem mit dem Hier und Jetzt, um die Zukunft zu verbessern. Dafür muss man aber auch seine Vergangenheit ein Stück weit verstehen. Ein Spieler, der regelmäßig zur Rückrunde abbaut, bei den Spielen gegen unterklassige Gegner versagt oder nach einer Verletzung das Gefühl hat, nicht mehr der Alte zu sein. Die meisten unserer Probleme basieren auf fehlerhaften Kognitionen oder limitierender Glaubenssätze der Vergangenheit. Wenn wir es schaffen, diese schnellstmöglich umzuwandeln, dann haben wir den Kopf frei für Größeres. Wir befreien uns in dem Fall aus dem Käfig, der uns klein hält. Darauf aufbauen lassen sich dann Strategien und Pläne entwickeln, die das Leistungspotenzial für die Zukunft zu 100% ausschöpfen können. Erst wenn der Kopf frei ist von aller Negativität, sondern viel eher positiv getriggert ist, dann wird der Körper mitziehen können. Negative Erfahrungen und Gedanken der Vergangenheit kann selbst ich nicht ungeschehen machen. Aber was wir bewirken können, dass wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen und dafür sorgen, dass diese nicht grundlos geschehen sind. Gute sportpsychologische Betreuung sorgt metaphorisch erstmal für Ordnung, dann folgt die eigentliche Arbeit und am Ende dann der Jubel über das Erreichte. Im nächsten Video möchte ich euch Näheres zu dem Thema limitierende Glaubenssätze erzählen. Also bleibt dran!